So, mal gucken. Haben wir hier so eine Stufe noch? Das ist ja. Und da ist ja jetzt im Hintergrund gerade eigentlich mein Ansporn, wieder ein neues LP anzufangen. Das gute Jenova Sign. Oder Theme. Theme. Ein Sign wäre etwas anderes. Und ich glaube, ich setze mich da auch die Tage hin und nehme schon mal was auf. Ich meine, ich habe schon ein bisschen was aufgenommen. Aber ich war mir nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf die Menschheit loslassen soll. kennt ihr das, ihr baut oder macht oder strickt oder was weiß ich denn was und seid euch nicht sicher, ob ihr das wirklich jemandem zeigen wollt? Und ich habe voll Spaß gehabt bei der Aufnahme. Das ist damn sure. Also, I was so excited. Ja, also das war, ich habe so viel Spaß gehabt. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher. Ja, cool. So will ich das haben. Und dann, aber wir brauchen noch zwei mehr, weil ich möchte die eigentliche Etage soll dann. Die eigentliche Etage soll dann hier sein. Warte mal, wir können das sogar noch geiler machen eigentlich. Wir sagen einfach mal, das hier unten ist mit Absicht überwiegend massiv. Vielleicht sogar. Weil hier ein Gefängnis am Hafen, das wäre doch mal eine geile Sache auch, oder? Wir müssen da auch so eine Art Marine haben oder beziehungsweise so eine Art Polizei überhaupt hier, ne? Und dann natürlich auch mit aber nicht hier. Aber sollte auch so in der Art dann sein. Vielleicht muss dieser Berg noch gehen. Mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Einen Hafenkran brauche ich auch noch. Ein Hafenkran. Ich habe schon mal einen gebaut und der war recht geil, aber ich weiß nicht, wo ich den hier hinstellen soll. Der funktioniert natürlich nicht, ne? Also macht euch da mal keine Illusionen. Man kann halt schließlich keinen funktionierenden. Ist ja kein Lego-Technik, was wir hier haben. So, ho, ho. Denn Captain Binks will einen rum. So bringe ich ihm die Flasche drum. So. Ach, hier habe ich so gemacht. Hier habe ich so gemacht. Warum habe ich da so gemacht? Nee, nehmen wir weg. Ja, Gotham auf jeden Fall sehr geil. Und was ich gerade dazu sagen wollte, ist, ich finde auch sehr geil, dass man. Also guckt euch die Serie, wenn ihr so ein bisschen nur an DC interessiert seid und Comics, Serien und Batman cool findet oder so, dann guckt euch die Serie an. Ihr werdet es so abfeiern, weil vor allem ist es schon gespoilt, aber es dürfte einem auch klar sein. Also dem einen oder anderen. Nein, eigentlich jedem mit ein bisschen Verstand im Schädel dürfte das klar sein, dass man so ein bisschen natürlich auch im Hintergrund die Entwicklung von Bruce Wayne mitbekommt. So, und während der gute James Gordon sich halt zu dem James Gordon entwickelt, dass er später mal einer mit der vertrautesten von Batman werden kann oder werden oder von Anfang an ist oder was weiß ich denn, wie wir das jetzt gerade schimpfen wollen, seht ihr halt wie Bruce Wayne auch da schon probiert. Ja, das Unrecht, was seinen Eltern angetan worden ist, nicht unbedingt im Sande verlaufen zu lassen, sondern schon zu gucken. Oder dass er da schon weiß, okay, ich bin gesegnet mit einigen Dingen, trotz dass ich meine Eltern verloren habe. Und ich muss doch irgendwas tun können, um etwas zu machen, einfach, dass die Welt sich bessert. Und ich finde das einfach so gut gemacht. Also es ist wirklich. Ich feiere das einfach. Ich feiere das tierisch.
Wir machen hier so. Ja. Wir machen hier auf jeden Fall so. Und das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte. Muhaha. I feel a little bit British. Ja, und dann werden noch einige andere Charaktere vorgestellt. Einige sind sehr hardlinig, also dass sie sehr probieren, die gerade in die Geschichte reinzuprügeln. Bei anderen ist das wieder so, dass die ein bisschen soft noch rüberkommen. Und dann haben wir natürlich Oswald Cobblepot alias den Pinguin, der halt... Das mache ich so. Das ist eine gute Idee. Der halt... wenn ich hier so mache... Ich kann hier nochmal einen höher gehen und dann... Ja, das ist eine gute Idee. Boah, hab ich wieder gute Ideen gehabt, wa? Der halt... Was soll... Oswald Cobblepot, genau, wollte ich sagen. Der Junge. Du siehst halt richtig geil, wie der die Entwicklung macht und. Ja, es ist super gut geschrieben. Es ist einfach super gut geschrieben. Ich liebe es. Also wirklich. Also so gerade... Ich mache normalerweise, während ich irgendwelche Sachen hier so... wenn ich zum Beispiel, während ich in meinem Comic zeichne, während ich Aufträge für irgendwelche Kunden fertig mache oder irgendwas, ne? Normalerweise gucke ich nebenbei Serien oder so. Also ich lasse die laufen. Und das darf ich aber nicht machen, wenn ich hier diese Sachen anhabe. Oder Konstantin, die Pilotserie. Supergeil. Ich habe das so abgefeiert, dass die eben genommen haben, wen die genommen haben für Konstantin, weil der passt vom Aussehen her, vor allem, also von Gesichtsform allen, passt der so krass auf die Comicfigur. Der eine oder andere kennt vielleicht Konstantin mit Keanu Reeves, so von vor 10 Jahren oder was, diesen Film. Ja, und das war halt nur ein Film, der aber, wenn ihr den noch zur Hand habt, könnt ihr drauf gucken, steht Warner Brothers mindestens und DC Comics auch drauf. Und auf jeden Fall, ja, es ist so krass, dass der passt so hart da drauf, ne? Also es ist, haben die so einen guten Casting-Job gemacht, muss ich mal einfach sagen. Ich glaube, ein paar von den Slaps tun wir schon hier rein, ne? Ich habe ja noch eine ganze Menge da am Hafen. Ich glaube, ich nehme dafür hier noch zwei von mit. Ich will das immer so ein bisschen gefüllt haben. Ja, auf jeden Fall super gut gemacht. Und auch von der Aussprache her. Also textmäßig gesehen, die passen einfach super gut. Also jetzt in den letzten Jahren muss ich ja wirklich sagen, vielleicht war Arrow da der Vorreiter. Kann man jetzt so sagen. Ich meine zum Beispiel, es gab ja damals auch Smallville, ne? Ist ja dann irgendwann auf Staffel, ich glaube, hatten die 10 Staffeln? Ich glaube, die hatten 9 Staffeln, ne? Und die 10. Staffel, die kam, beziehungsweise kommt jetzt immer noch als Comicbook raus. Was ja so ein bisschen verfailt ist, ne? Also das war halt so die Alternative für die Fans, die wirklich noch wollten und so. Aber hey, besser als gar nichts, ne? Muss man auch wieder sehen. Aber da ist, vielleicht war das der Vorreiter, vielleicht auch nicht. Aber Arrow hat auf jeden Fall, ich denke, Arrow hat ganz fett auf jeden Fall eine Lanze für die Serien, ja, für eine ganze Menge Serien gebrochen. Um da dann so ein bisschen, ja, dass die Serien da vorstoßen konnten und wirklich jetzt aktiv im TV voranschreiten können. Weil aus Interviews mit den Produzenten auch und so von Arrow, ne, bisher, hier, also der ein oder andere weiß vielleicht, Arrow
die Serie, die um Green Arrow geht, der in Star City, eigentlich Star City, aber in der Serie konnten die Star City, sondern haben dann Starling City gesagt, genommen, der halt da zu Hause ist und nach 5 Jahren auf einer unbewohnten Insel komme ich zurück in meine Stadt mit nur einem Ziel, die Leute zur Strecke zu bringen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch geht. Ich guck's halt echt, ich kann diese Serien auch nur auf komplett Englisch, also mit im Original gucken. Also ich, das ist, auch teilweise die Untertitel, wenn ich die dann sehen muss, weil die teilweise mit übersetzt sind und so, dann mag ich das nicht. dann kriege ich Anfälle. Geht nicht. Nee, ich guck's halt auf Englisch und super gut. Auf jeden Fall die Serie, ich glaube, die hat da echt, die durften am Anfang, die hat da auf jeden Fall eine Lanze gebrochen, denke ich, weil die sagten selber, die hatten am Anfang, hatten die zwar von DC das Recht, das Go, also die haben halt gesagt bekommen, alles klar, ihr könnt hier eure Serie machen und so, aber die durften so gut wie keine oder nicht wirklich die Charaktere aus DC mitverwenden. Ne? Also die durften die großen Namen zum Beispiel, ne? So Ra's al Ghul oder Ra's al Ghul, je nachdem, wie man es aussprechen mag, durften die zum Beispiel erstmal nicht mit reinnehmen und sowas alles. Und wie denn die erste Season der Serie so richtig durchgebombt ist, haben die natürlich, hat sich dann von Schritt zu Schritt ein neues Türchen sozusagen geöffnet. Und sie durften halt mehr und mehr machen. Was natürlich für die Produzenten und für die Schauspieler auch immer ein Zeichen ist von, wir machen gerade alles richtig. Und natürlich auch ein Zeichen von denen und für die Fans. Ne? Also das ist, ich glaube, ich kenne wenig Schauspieler, Serien etc. etc., die so krass mit durch ihre Fans lebt, wie Arrow und Konsorten jetzt. Also wie, ich möchte sagen, was Stephen Amell, der Schauspieler von Arrow, von Oliver Queen, was der da so ein bisschen mit aufgezogen hat, beziehungsweise was er da so initiiert hat und wie sich das Ganze jetzt so entwickelt. Ich glaube, es gibt wenig Fanbase Sachen, die so aktiv sind. Also das heißt, dass die Schauspieler so aktiv mit ihren Zuschauern sind. Und ja, des Weiteren finde ich einfach mal klasse und richtig Hammer, dass der Schauspieler Stephen Amell seinen Ruhm, sagen wir mal Ruhm oder Bekanntschaft, dass er sie so stark dafür einsetzt, zu probieren, wirklich jetzt Dinge auch zu bewegen. Ne? Also jetzt so all diese ganzen, der macht jetzt zum Beispiel ganz viele Werbekampagnen oder sowas gegen Krebs wollte ich gerade sagen. Fuck Cancer heißt das ganze Ding zum Beispiel. Und da ist der, hat so ganz viele Sachen. Fuck Cancer habe ich einmal schon erwähnt, als hier dieses Water Ice Bucket Challenge Dings, kippt dir einmal irgendwas über den Kopf, Gedingste gewesen ist. Da habe ich da schon mal drüber gequatscht. Und ja, der macht da auf jeden Fall, da ist er ganz groß. Dann arbeitet er mit seiner Community so oft für verschiedene Sachen zusammen. Sammelt Kohle für Charity-Events und bla bla bla. Ne, also der benutzt seinen Ruhm, seine Bekanntheit, um anderen zu helfen, was eine sehr schöne Sache ist. Nennen wir das einfach so. Ne? Ist eine sehr schöne Sache. Ich habe hier kein Holz mehr drin. Aber ich habe eine Axt. Ich werde sie benutzen. Komm her, Baum. Danke. Ja, ich weiß ja nicht. Also, ich bin auf jeden Fall der mega
mega Fan aktuell von den Serien und ja, man kann über alle diese Serien sehr stark herziehen, wenn man möchte. Weil entweder weil die scheiße sind oder weil bla oder man ist halt generell nicht so ein Fan von sowas oder der sieht gar nicht so aus wie der und der oder Sache ist aber meiner Meinung nach und ich hoffe, ich darf noch eine eigene Meinung haben. Also es war die Tage, zum Beispiel ist mir um das eben zu sagen, die Tage zum Beispiel ist mir anscheinend verboten worden, eine eigene Meinung zu haben. Ja, da bin ich auf so einen super Nerd engstirnigen Vollidioten gestoßen. Bei Facebook. Ich habe unter einem Bild, das von Arkham Knight oder vom Arkham, einfach Arkham vielleicht, gepostet worden ist, wo der Batman drauf gewesen ist mit für in dem neuen Spiel Arkham Knight mit dem neuen Anzug. Und dann habe ich einfach unten drunter geschrieben, ja, weiß nicht, für mich sieht das mehr und mehr aus wie ein Iron Man Kampfanzug, weil der hat halt jetzt überall, also das jetzt habe ich geschrieben. Und weil, um das Ganze eben zu erklären, der hat halt immer mehr und mehr Panzerungsteile an sich. Und zwar nicht Panzerung wie in eine Kevlar-Weste oder ein bisschen mehr Schulterpolstern, sondern wirklich aktiv, dass du siehst, das ist jetzt irgendwie ein Panzer. Also das ist ein Panzeranzug. Weißt du, so. Jetzt zum Beispiel der Helm auch. Oder ja, es ist jetzt mittlerweile ein Helm. Also der hat nicht mehr einfach nur noch eine Maske, sondern du siehst richtig, es ist so ein Hartschalen-Top-Gesicht-Kopf-Ding. Teil. Ich hab schon wieder kein Holz. Ja, und das sieht. Also, du bräuchtest dem nur noch in der Mitte diesen Reaktor einfügen und dann halt das Visier komplett vorne zumachen und dann hat der halt einen Iron Man-Anzug. Und das fand ich so schade. Ne, weil, ja, Batman, das sieht halt wirklich so aus, als würde der immer darauf aus sein, so viel wie möglich selber aushalten zu wollen. Also, hey, hier, schieß mich ruhig ab, ist mir scheißegal. Und das habe ich auf jeden Fall unten drunter geschrieben, so, dass ich halt finde, dass das immer mehr aussieht wie so ein Iron Man-Anzug. Und dann kam so zurück von irgendeinem Nerd, super Nerd, den ich gerade anscheinend mit meiner Meinung, tut mir leid, dass ich halt meine Meinung geäußert habe, dass ich ihm auf die Füße getreten bin anscheinend. Er hat sich persönlich angegriffen anscheinend. Und dann sagt er, ja, ich hätte ja keine Ahnung und das ist nun mal einer der Anzüge, die Batman in seinem Repertoire hat und deshalb ist es ganz normal, dass das jetzt so aussehen muss. Und wenn ich keine Ahnung hätte, dann bla 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 bla. Und ich denke mir so immer, was ist mit dem los? Wer hat dem denn heute Morgen ins Müsli gepisst? Das ist ja wohl nicht wahr. Und dann hab ich unten drunter geschrieben, dass es mir ja leid tut, falls ich dem irgendwie anscheinend gerade persönlich angegriffen habe. Weil der hat sich ja anscheinend in der Rolle gefühlt des allwissenden Batman-Expertens. Weil er hieß, glaube ich, auch... Oh, darf ich das jetzt... Ja, klar, warum nicht? Gibt es bestimmt tausend von. Er hat sich selber auch Red Hood genannt. Ja, also ist ja ein Batman-Charakter. Und demnach muss er... Also wenn ich so heiße, dann weiß ich natürlich direkt... Ich hätte mich vielleicht Batman-Experte schnell umnennen sollen dann noch und dann antworten. Weil dann wäre ja alles klar gewesen. Dann habe ich ja automatisch immer recht. Ne? Und dann schrieb er auf jeden Fall das so drunter und dann habe ich unten drunter geschrieben, ja klar... hat er sowas in seinem Repertoire. Aber er hat unter anderem auch den Bat-Bot. Ne? Also Bat-Bot. Und er läuft trotzdem nicht in dem Spiel dauerhaft in dem Anzug rum. Und dann scheint dieser super Batman-wissende, alles Nerd-Mensch sich herausgefordert zu haben, zu wissen, zu scheinen. In seiner kompletten Unwissenheit hat er mir dann an den Kopf geknallt. Haha. Du meintest wohl eher fahren, weil er gedacht hat, ich habe ein O vergessen.
und hätte Bad Boot schreiben wollen. Anscheinend habe ich dann aber auch gar nicht darauf geantwortet. Und der Post ging dann irgendwie weiter. Haha. Ich hatte unten drunter, was hatte ich erst noch geschrieben? Ich hatte erst noch geschrieben, so, aber tut mir ja leid, dass ich nur meine eigene Meinung äußere. Habe ich unten drunter noch drunter geschrieben, das eine Mal dann. Ne? Und dann sagte er so, haha, du meintest wohl eher fahren. Ich wusste nicht, dass man damit auch laufen kann. Und dann so ein ganz überhebliches, aber bitte, bitte. Weißt du, so. Und da ich gleichzeitig lustig und sehr arrogant fand, dass er meinte, ich hätte wirklich das Boot gemeint und dass er meinte, aber immer noch im Recht sein zu müssen, habe ich dann einfach ein Bild von dem Bot, also von diesem riesen Kampfanzug, der ja, also der ist ja entweder unter Bad Bot oder Bane Crusher, hier wurde der mal genannt auch, oder Juggernaut-Kampfanzug, also gab es einige, aber Badbot ist, glaube ich, das geläufigste. Und habe ich einfach ein Bild darunter geschrieben, gepostet davon, das ich halt so gerade mal eben gefunden hatte. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Und darauf hat er dann aber auch nicht mehr geantwortet, war ihm dann anscheinend entweder... Vielleicht war ich unter seiner Würde. Ich glaube, ich war einfach unter seiner Würde, weil ich halt der Noob bin. Ich heiße halt nicht Red Hood. Ja, also ich habe mir halt keinen richtigen Batman-Namen gegeben. Hätte ich mal machen sollen. Dann hätte ich vielleicht auch mit meinem ultimativen Wissen brillieren können. Ne, ich meine auch nicht unbedingt das laufende Batman-Lexikon zu sein, aber ich denke doch den einen oder anderen... Comic habe ich doch schon über die Jahre konsumiert. Und das Gute ist, ich vergesse nicht. Lieber halt. Ach, warte mal, will ich das wirklich so hoch haben? Nee, will ich gar nicht.